Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw aus Richtung Dinklage kommend in Fahrtrichtung Quakenbrück. Eingangs einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, warum er jetzt von der Fahrbahn abgekommen ist. Zum einen herrschte leichter Frost, deswegen kann er sein, dass er gegebenenfalls mal auf den Seitenstreifen gekommen ist, dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und dann gegen den Baum geprallt ist. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass Fahrzeugteile mehrere Meter auf ein angrenzendes Feld geflogen sind. Die Person war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber recht schnell von den Rettungskräften befreit werden. Leider verstarb der Mann noch vor Ort. Ja, es kommen jetzt die Tage, wo es vom Wetter her ein bisschen grenzwertig ist. Also es kann sein, dass es morgens schon glatt ist und dass der Autofahrer das nicht sofort erkennt. Man sollte also nach Möglichkeit möglichst vorsichtig fahren, das Tempo reduzieren und auch immer damit rechnen, dass es glatt sein könnte.